Und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist. Beim letzten Mal haben wir ja, soweit ich es noch weiß, die zweite Kiesanlage in Betrieb genommen, damit wir hier unsere Züge auch besser auslasten, damit das schneller geht. Es liegt ja auch ganz gut dabei, das ist in Ordnung so, kann man durchaus mit leben. Was mir aber noch nicht gefällt, ist die Geschichte mit der Kohle. Und hier hinten haben wir auch noch keine Arbeiter. Und da müssen wir auf jeden Fall dringend was tun. Aber das werden wir dann auch angehen. Erstmal Priorität muss sein, dass wir jetzt auf jeden Fall hier mal dieses Kohle-Dingsbums leer kriegen, damit sich das hier nicht alles so unendlich staut. Deswegen müssen wir da mal Gas geben und dass wir das Ganze auch besser beschicken. Also, dafür brauchen wir erstmal wieder Fahrzeuge. Jetzt muss ich mal gucken, wo unser Depötchen ist. Ich weiß, dass wir hier hinten irgendwo ein Depot hatten. Hier haben wir ein Depot. Hoppala. Jetzt müssen wir mal gucken. Das ist wieder ein Kipper. Das ist auf jeden Fall ein Kipper. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen was mehr haben. 6 Tonnen. 12 Tonnen. 4 Tonnen. Die sind alle nicht so prickelnd, ne? Von der Menge. Außer der hier. Der kann 12 Tonnen. Aus der Tschechoslowakei. Da kostet einer 10.000, ey. Das ist schon... boah. Aber gut, es ist investiertes Geld, was wir ganz gut gebrauchen können. Damit wir die da auch losschicken können. Ich denke, wenn wir eine ganze Wagenkolonne da hinkriegen... Ich will erstmal 3 Stück. Das heißt, ich spare mal ganz kurz. Damit wir diese Kohle da hinbekommen. Und ja, da müssen wir auf jeden Fall was machen. Komm, gib uns nochmal 3.000 und alles ist super. Wir müssen auch nochmal dringend drüber gucken, unsere, Benzinabteilung da drüben. Das müssen wir auch mal irgendwie in Gang kriegen, ey, zum Exportieren und hast nicht gesehen. Ich denke, damit können wir richtig Gas geben. So, 8.000 Autosave, immer sehr wichtig. Na komm, 10.4, jawohl, 3 Stück. Perfekt, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an hier. Wo ist denn unser LKW, der hierher fährt? Ist das einer? Ja, so, damit können wir nämlich gleich mal kopieren. So. 1, 2, 3. Sollte gehen. Weggeklickt. Alles klar. Feuer frei. Feuer frei. Oh, die driven los. Ich habe momentan volle Geschwindigkeit, damit wir ein bisschen Geld reinbekommen. Dann sollte da auch mehr Kohle ankommen. Mehr Kohle bedeutet mehr Geld bedeutet, wir kommen voran. Einfache Milchmädchenrechnung. Oh, die, guckt euch mal die Bäume an. Voll die Allee hier. Schick. Geil. Nicht schlecht. Gucken wir rein. Voll. Wir müssen das Öl loswerden. Wir bräuchten nochmal irgendwie... Ja, wir werden das Öl nicht los. Hier ist voll. Auch voll. Also entweder kacke ich das wie ein Bekloppter jetzt wirklich mit den ganzen LKWs hier hoch. Wobei hier aber schon ordentlich was unterwegs ist. Oder aber wir gehen auf jeden Fall den Weg mit dem Zug. Das heißt, wir müssten von hier aus dann auch einen Zug losschicken. Was wir ja eigentlich hier so geplant hatten, in die Richtung. Ne, nach da hoch. Und nicht unbedingt jetzt nach hier hinten raus, weil hier weiß ich noch nicht, wie wir hier rauskommen wollen würden. Durch dieses ganze System hier. Dass wir vielleicht nochmal eine zweite Pumpstation anlegen. Hier irgendwie, dass wir das hier rüberleiten mit Rohren. Und von da aus dann einfach quer hier hochschicken, entlang der Straße. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich guck mal jetzt, ob das da drüben jetzt funktioniert. Ob das hier ein bisschen weniger wird. Immer noch volle Pulle. Kleiner Rohstoffspeicher, ey. Vielleicht sollte man da wirklich mal einen großen hinballern. Weil das ist ja echt wirklich übel. Ne? Hier ist alles gut. Super. Läuft. Perfekt. Ja, hier ist noch ein bisschen wenig, aber es kommt. Ne? Hier ist ein bisschen schwacher Verbost. Hier ist besser. Gut. Läuft angeblich. So, lass uns mal schauen, dass wir das hier auch in den Griff kriegen. Die wollen ja auch mit Sicherheit glücklich sein.
Deswegen bekommen die jetzt erstmal noch eine Kiesstraße hier hin. Ich weiß, ist nicht die schönste Idee. Aber was willst du machen? Wenn man nicht viel hat, muss man improvisieren. So. Dafür bekommen die direkt hier einen Anschluss. Und du fährst beim Krankenhaus vorbei. So. Ein bisschen auf Schönbau achten. Vielleicht kriegen wir den hier drüber. Nicht ganz, ne? Ah. Kriege ich den so ran? Ja, machen wir so. Geht. Ist in Ordnung. Kann ich mit leben. So. Kommst du da? Da wird noch gebaut. Okay. Wege. Ganz wichtig. Dahin. 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 Und dahin. So. Sehr gut. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall ein Geschäft. Und ich würde hier auch ganz gerne, glaube ich zumindest, gutes Deutsch. Zumindest mal anfangen, hier ein bisschen was Moderneres hinzubauen. Eventuell eine Busplattform ist bestimmt nicht schlecht. Busstopp. Wäre auch mit Strom noch versorgt. In die Richtung, Busstopp. Könnte man machen. Oder man geht hier den Weg. Müssten die eigentlich ganz gut versorgt sein. Ja, bauen wir den dahin. Busstopp dort. Bahnsteig. Zugplattform. Busplattform. Busstopp. 200, 230. Ja, das ist eigentlich okay. Ausrüstung. Lebensmittelmarkt. Shopping Center. Wäre ja auch eine Idee, wenn wir hier ein bisschen mehr jetzt hinbauen würden. Bisschen auf groß machen. Obwohl wir noch gar keine Anschlüsse haben. Machen wir noch nicht. Das ist mir jetzt noch zu wenig, was wir hier machen. Small Shopping Center könnte man machen. Und ein kleines Geschäft haben wir hier hingebaut, ne? Was ist das hier? Kleines Geschäft. Okay, das ist das kleine Geschäft. Ausrüstung. Kleidung, Elektronikspeicher. Und ja, da könnte man eigentlich alles bekommen. Ja, machen wir doch mal hier so ein bisschen was hin. Hat sogar Strom, das ist gut. Kneipe gibt es hier auch. Kriegen wir die hier so rein? Ah, schade. Wegen dem Weg nicht. Würde ganz gut hier reinpassen. Kneipe neben dem Krankenhaus. Ein bisschen gewagt, oder? Aber kann man ja durchaus machen. So, dann machen wir das mal hier so eine Eckkneipe, so ein bisschen. Hier sollen ja noch die Dinger rausgehen, die Bahnsteige, Zugdinger. Dann gibt es hier einen Fußballplatz. Da hier gibt es einen Fußballplatz, da oben Tennisplatz. Das steigert das Bedürfnis nach Sport. Beziehungsweise befriedigt das nach Bedürfnis nach Sport. Das gefällt mir noch nicht. Das gefällt mir noch nicht. Die Straßen werden wir mit gegebener Zeit abdecken. Upgraden. Aber alles erst zu seiner Zeit. Können wir das so machen? Zu steil. Aber es würde gehen, dass er hier einen Kreis dreht und dann hier wieder rum. Wäre eine Idee. Beziehungsweise ist eine Idee. Ausrüstung. Ich wollte hier noch einen Fußballplatz hinbauen. Ah, oh, da passt sogar da rein. Geil. Sehr gut. So, dann brauchen wir hier auf jeden Fall nochmal eine Feuerwache. Das hier ist alles brandheiß. sozusagen. Die setzen wir aber hier mit ran. Feuerwehr. Was ich mir noch wünschen würde, wäre ganz geil, wenn wir hier irgendwie noch polizeimäßig was machen könnten. Überwachungsstation für Verschmutzung. Krankenhaus, Fernsehsenderhaus, City Hall, Car-Dealer, Rundfunkhaus, Fernsehsenderhaus. Das kostet alles so viel. Bildung. Medizinische Uni, technische Hauptquartier, Herbergen für die Uni-Dinger. Ist das ein Klopper?
kostet mal eben 28.000 Rubel. Das wäre noch ein bisschen zu heftig. Nahrungs- und Erntebezogen. Das müssten wir auch mal machen. Wir haben so viel zu tun, aber wir kommen noch nicht klar. Dann machen wir halt jetzt mal ein bisschen Verschönerung. Ja, machen wir. So, komm, dann gibt es hier ein paar Bäumchen hin. Damit das Ganze hier nicht so trist aussieht. Vor allen Dingen das hier muss... müssen wir mal ein bisschen schick machen. Ich will nicht, dass das hier so... irgendwie so... ja, einfach nur so, dass wir auf die Fabrik gucken können. Das ist ein bisschen doof. Sieht nicht so gut aus. Deswegen machen wir das mal ein bisschen schön hier, dass die Leute auch ein bisschen Unterhaltung haben, etc. pp. Die Dinger sind ja gebaut, das ist in Ordnung. Aber hier müssen wir natürlich einkaufen, ne? Importieren noch. Bleibt uns momentan nichts anderes übrig. Dieselbe Sache hier. Ist natürlich wieder mit Kosten verbunden, aber... was will man machen? So, dann haben wir das. Jetzt müssen wir gucken, dass wir auch noch den Bus hier irgendwie durchschicken. Mal ganz kurz gucken, ob der jetzt hier mehr mitnimmt. Ja, immerhin schon, ne? 62, 65 Kies, aber keine Kohle. Bauen die das jetzt hier ab oder nicht? Holen die das jetzt hier wie die Irren? Noch nicht. Kriegen sie noch nicht mal ansatzweise leer. Okay, dann müssen wir da noch mehr Fahrzeuge investieren. Es ist mir noch zu wenig, was hier ankommt an Kohle. Lädt der überhaupt ab? Der lädt gerade nicht ab. Der fährt mit Kohle wieder weg, weil kein Zug da ist, oder was? Warum lagert er das nicht? Nicht mischen. Das ist doch Scheibenkleister. Das ist noch nicht optimal. Ganz klar. Hier sind wir irgendwie auch noch nicht ganz weiter. Wir haben hier, glaube ich, noch einen Ausgang. Dass wir das hier auch direkt dahin leiten. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Gut. Fußwege brauchen wir noch. Damit die hier auch... ah, können wir da ran? Nee, geht nicht. Ah, das ist ja doof. Da geht es. Da kommen sie nicht ran, das ist klar. Das geht aber. Das geht aber. Und das geht auch. Dann geht das auch. Dann geht das da. Dann geht der. Dann geht der auch. So, sehr gut. Und das geht sowieso. So, dann haben die da einen Weg hier noch nicht. Das kriegen wir so hin. Ja, und da geht es natürlich nicht. Macht aber nichts. Halb so wild. Die sind zumindest jetzt ein bisschen versorgt. Wir gucken mal. Essen bekommen, Kleidung bekommen. Ja, sind noch nicht hundertprozentig soweit fit. Arbeitet mal da. Und ihr Jungs, da kommt er schon wieder nicht hin. Geh mal da hin. Kommt ihr denn von da aus noch ran? Nein, kommt er auch nicht. Ist natürlich doof. Autos brauchen wir ja natürlich auch noch. Eieiei. Feuerleiter, Feuerwehrauto. Aus Ostdeutschland. Warum nicht? 80 km/h kostet auch 5.000. Wir investieren wieder gerade sehr viel. Aber wir kriegen auch kontinuierlich was rein. Und das ist auch gut. So, das weiter im Auge behalten. Liebe Freunde. Und dann wird hier weiter ausgebaut. Und hier ist schon die Grenze. Da geht's raus. Und der lädt es nicht ab, weil er hier irgendwie nicht...
Jetzt hat er hier abgeladen. Das verstehe ich nicht. Warum lädt er hier ab und da nicht? Manche lädt er ab. Das ist mir ein Rätsel. Wie gesagt, ich krieg's ja auch noch nicht leer, ne? Also, da sind wir auch noch dran. Müsste ich mal eine ganze Wagenkolonne kaufen. Aber erstmal muss das hier auch laufen. Immerhin, ein Arzt ist schon mal da. Haben noch nicht mal einen Krankenwagen hier. Einer. Welcher ist denn hier? Wie schafft der 190? Dann nehmen wir den hier aus der Tschechoslowakei. Warum nicht? So, das ist voll. Arbeitnehmer mit Grundbildung. Okay, schicken wir dich da ein. Wir brauchen dringend auch die Schule und... Oh, das ist... Wir haben noch so viel zu tun und wir haben so wenig Geld momentan. Ich könnte natürlich auch mit Dollar machen, aber wir nehmen überhaupt nichts ein mit Dollar, denn dadurch müssten wir erstmal auf die gesamte andere Seite wechseln, nämlich dahin. Da kämen wir an Dollar ran. Und das ist Wahnsinn. Da müssten wir wirklich komplett neue City aufziehen und das ist teuer. Ohne Kohle. Keine gute Idee. So, ich werde mal hier auch ein Straßendepot, glaube ich, hinbauen. Damit wir hier mal ein bisschen was haben. Straßenladungsstation? Nein. Busplattform, Depot für Straßenfahrzeuge. Einfach, dass das hier auch mal ein bisschen was geht. Da soll ja noch was passieren. Ja, dann machen wir das so. Kann ich das auch ein bisschen weniger drehen? Nee. Ja, doch, so. So. Kiesstraße. Ich würde das so gerne alles ausbauen mit Asphalt und so weiter, aber es ist halt noch, ja. So, jetzt Busse kaufen. Autosave. Busse. Wie viel kriegen wir denn hier? 52. Tschechoslowakei, Ukraine. Mikro... Naja, sieben Passagiere hier durch die Gegend zu fahren, weiß ich nicht. Obwohl doch. Machen wir es mal mit Mikrobussen. Erstmal. Okay, Feuerwache wurde alarmiert, in Ordnung. Wie gesagt, holen wir uns erstmal die ostdeutschen Mikrobusse. Und dann schicken wir die hier durch. Feuer gelöscht, sehr gut. Gute Feuerwehr, Jungs. Einen noch. So, Hallöchen. Du bekommst den Haltepunkt. Dann hältst du bitte an dem Haltepunkt. Hier ist nicht wirklich was los. Dann hältst du bitte... Kann man hier? Nee, geht nicht. Da wird's nicht. Dann fährst du wieder zurück. Ja, hast halt nur zwei Stops, ne? Eins, zwei. Hat echt nur zwei Stops. Aber okay, machen wir so. Starte. Copy. So, da brauchen wir noch eine Tankstelle. Ganz wichtig, die Tanke. Die Tanke ist wichtig. So. Die Tankstelle, bitte. Eine Tankstelle. Eine Tankstelle. Warte mal, wo habe ich dich denn? Ich brauche eine Tankstelle. Wo ist das? Wo ist die Tanke? Ich brauche die Tanke immer noch. Ich finde sie gerade nicht. Unglaublich. Kann doch nur da sein, oder? Bei Pipelines. Bus, Stop. Da ist sie doch. Tankstelle.
müssen wir hier irgendwie auch noch mit rankriegen. Kriegen wir die hier rein? Nee, ne? Kriege ich hier nicht rein. Schade. So beim Busdepot oder so wäre ganz geil. So, machen wir es mal da. Die haben ja, glaube ich, keinen Pipeline-Anschluss, ne? Nee, haben sie nicht. Schade. Haben die Strom? Kein Strom. Okay, darum müssen wir uns jetzt nochmal kümmern. Strom. Umspannwerk. Okay, dann hätten wir hier wirklich alle im Griff. So ist noch nicht, wo wir die ansetzen. Ich muss mal rauszoomen. Da unten wäre noch ein Anschluss. Wenn wir das Ding hier natürlich irgendwo reinzimmern, wäre geil. Hier wäre ganz gut, glaube ich. Würde gehen. Dann haben wir sie alle im Griff. Aber haarscharf. Komm. Setzen wir es dahin. Mittelspannleitung. Kriegen wir dich hier irgendwo noch rangezimmert? Ja, hier wäre noch eine Möglichkeit, rauszugehen. Komme ich hier rüber? Ja, geht sogar. Können wir da so lang gehen? Das ist gut. Das ist gar nicht schlecht. Dann kommen wir von der Seite ran. Ist auch nicht so schön hier, ne? Mit den ganzen, Stromleitungen. Da geht's nicht. Da wollen wir ran. So, damit müssen wir die unter Strom gesetzt haben. Hoffe ich doch zumindest. Lass mal gucken. Hat keine Leistung. Gibt. Haben die jetzt keinen Strom oder nicht? Haben die Strom? Ich weiß es nicht. Hier ist ein bisschen wenig, was ankommt. Also irgendwie Stromspannung, Leistung. Aber angeblich haben die wohl Strom. Oder? Haben die Strom? Haben die nicht Strom? Ich weiß es nicht. Mal ganz kurz. Momento. Das müssen wir jetzt noch klären. Angeblich haben die wohl Strom. Okay, das macht das mal. Das ist in Ordnung. Okay, der will tanken. Okay, Verbindung ist da, aber hier ist irgendwie so wenig. Anscheinend. Okay, die tanken zumindest. Wie sieht's denn hier aus? Schüler, einer. Okay, hier ist... Das ist das, das ist das. Sieben Bürger könnten keine Kultur. Ja, Kultur. Das ist so... Feuerwehrleute. 0 von 24. Ja, das ist... Das ist doch Kacke, ey. Feuerleiter, Feuerwehrauto, so. Einer. Einer, der hier arbeitet. Das ist zu wenig. Holen wir uns noch ein paar Leute ran hier. Essen bekommen, Kneipe, etc. pp. Ja, wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall noch dran arbeiten. Das läuft noch nicht so rund, wie ich mir das vorstelle. Aber naja, gut. Wir werden das schon irgendwie wuppen.
Nächstes Projekt muss sein, dass wir hier endlich mal Öl und so weiter herbekommen. Damit wir hier auch unsere Tankstellen besser versorgen können, weil das ist noch zu wenig. Ja, es läuft noch nicht rund, es ist noch ein bisschen unrund alles, aber wir kriegen es hin. Wir werden es hinbekommen, garantiert. Irgendwie, ich könnte auch mal, warte mal, bevor wir jetzt hier anfangen. Ja, die können direkt da hingehen eigentlich. Nochmal hier ein paar Häuser und nochmal hier ein Haus hinbauen oder was, ein noch kleines. Dann nochmal irgendwie ein Hochhaus auf die Ecke oder sowas hinmachen. Wäre schön, passt aber nicht hin. Aha! Ist natürlich doof. Ich würde hier nämlich gerne noch auf jeden Fall ein paar Hochhäuser hinmachen. Noch ein bisschen. Damit hier einfach nochmal ein bisschen mehr Betrieb dann ist. Ja, direkt hier am Krankenhaus. Dann haben wir auf jeden Fall genug Arbeitskräfte. So. Die werden jetzt natürlich nach und nach gebaut. Sobald die Rubel vorhanden sind. Aber liebe Freunde, wie das hier weitergeht, das sehen wir natürlich im nächsten Part von Workers and Resources Soviet Republic. Bis dahin sage ich mal, macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von edgaming.tv. Das ist eine geile Ansicht. Und ja, bis zum nächsten Part. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.